5 Minuten, gut. 4 Minuten? Ich habe noch 4 Minuten. Ihr müsst euren inneren Konflikt, den müsst ihr lösen. Ich bitte euch drum. Ich bin, ich will das jetzt ein bisschen pathetisch sagen, ich bin Gewaltexperte, aber nur aus einem einzigen Grund bin ich Gewaltexperte geworden, weil ich den Frieden lebe. Ich will den Feind des Friedens kennenlernen. Und weil ich den Feind des Friedens genau sezieren muss, mit einem Teleskop in die Weite und mit dem Mikroskop voll rein in die Seele der Menschen. Ja? Das ist der Gegner, der Feind des Friedens ist die Gewalt der Gesellschaft. Und die Gewalt der Gesellschaft, ja, ist das Potenzial des Krieges. Es ist das Potenzial der falschen Lobbyisten im Journalismus, die uns vollsülzen mit irgendwelchen Dingen, die nicht stimmen. Aber die meisten Menschen glauben das, weil sie ihr eigenes Leben nicht leben. Sie leben ihr eigenes Leben nicht. Und ich möchte, dass ihr wirklich euer eigenes Leben lebt. Hört auf mit dem, was euch gesagt wurde, was ihr tun müsst. Egal, ob es euer Bruder, eure Mutter oder sonst wer ist. Geht endlich nach draußen in die Welt und lebt euer eigenes Leben. Fangt an, eure Persönlichkeit zu füttern. Fangt endlich an, damit euer aufgeblähtes Ich, eure Nike-Schuhe wegzuschmeißen und euer Leben zu leben. Wenn ihr euer Leben so lebt, wie ihr es wirklich wollt, da bin ich sowas von überzeugt, werdet ihr den Frieden mit euren Sandalen sehen, wo immer ihr seid, wo immer ihr hingeht. Und nicht anders ist der Friede möglich. Der Friede ist keine Überredungstaktik. Keine Überredungstaktik führt zum Frieden. Wenn ich durch Berlin gehe, ich bin heute durch Berlin gegangen, und ich sehe die neuen Häuser und die neuen Bauten, dann frage ich mich, was hat damals 45, 33 oder im 11. Jahrhundert, was haben eigentlich die ganzen Kriegsherren gemeinsam? Ich kann es euch sagen, was die gemeinsam haben. Es sind Psychopathen. Das sind keine normalen Menschen. Jetzt ist Berlin ist wieder super schön. Total tolle Häuser, alles wieder bebaut, man sieht keine Mauer mehr, nichts. Und wofür war das Ganze? Wofür war das Ganze 33 bis 89, wo die Mauer war? Wofür war das? Was können wir einem Baby sagen, wenn es 12 Jahre alt geworden ist? Wofür? Und das ist bei jedem Krieg so. Jeder Krieg ist irgendwann sowas von weg aus dem Bewusstsein der Menschen. Was haben die getan? Das können nur Psychopathen machen. Nur Psychopathen machen das, was in den Kriegen gemacht wird. Das sind Kriegstreiber und die Politiker. Also die Politiker eigentlich weniger, aber die Kriegstreiber. Und nur die können das machen. Und das möchte ich, dass ihr das im Kopf behaltet. So, mein Name ist Rüdiger Lenz. Mein Motto steht, Friede ist und bleibt mein und euer Weg. Danke, Berlin. Danke, Deutschland. Rüdiger Lenz, das Lichtkampfprinzip.